ihr Lieben, Arin und ich waren schon einkaufen. Es ist jetzt 9 Uhr. Ihr glaubt gar nicht, wie es hier jetzt aussieht. Guckt mal, wir hatten jetzt nun die Feiertage hinter uns. Also, wir waren gerade mit dem Auto allerdings los. Selta. Gab es bei Aldi, die haben sie runtergesetzt. Das sind solche Lampignons. Ganz cool. Also zwei längliche. So sehen die aus. Und zwei große Kugeln. Das sind so Solar-Lampignons. Also da muss man gar nichts machen. Auch keine Batterie, glaube ich. Nichts, oder? Nein, nur Solar. Also auf jeden Fall davon zwei Stück. Die haben die runtergesetzt. Dann haben wir hier, gut, das wollte ich gleich für mich anrühren. Und zwar Mango mit dem Naturjoghurt. Die Kirschen gibt es dann auch gleich zum Frühstück. Hier habe ich schon mal Zewa ausgepackt. So, hier geht's weiter. Guck mal. Das ist irre, ne? Also auf dem Boden habe ich schon mal was hingelegt, weil ich nämlich gerade einen Kühlschrank ausgewischt habe. Hier haben wir noch ein paar Sachen liegen. So, wo fangen wir denn an? Also Obst, Gemüse habe ich da. Also wir hatten jetzt einmal die Eiweißknäcke wieder geholt. Die sind super lecker. Kann ich nur empfehlen. Gut, das ist das feuchte Klopapier. Dann hat Adrian das hier gefunden. Das gab es da irgendwie so als Aktionsware. Baila Reis, also spanischer Reis. Mal gucken, wie das schmeckt. Also sieht schon mal anders aus. Außerdem sieht eigentlich aus wie Risotto-Reis und das schmeckt echt super. Dann haben wir hier Soße Hollandaise zweimal, weil ich nämlich auch Spargel dazu geholt habe. Eier. Dann, gut, das ist für die Toilette. Einmal diese Steine. Dann haben wir zweimal Käse. Ach, hat er gleich zweimal Reis geholt. Ja, gut. Dann gibt es flüssige Seife. Dann haben wir wieder diese Baguettes geholt, diese Vollkornbaguettes. Kräuterbaguettes sind super lecker. Glasreiniger. Dann geht es hier weiter. Einmal die Mandeln. Mein Schnucki kommt jetzt auch. So, Pizza. Ash bekommt nämlich heute Besuch von seinem Kumpel. Der hat sich wieder Pizza gewünscht. Zeigst du unseren Guten Einkauf? Morgen. Ja. So. Dann haben wir hier noch einmal Kräuterbaguette mit Paprika. Super lecker, hatten wir schon mal geholt. Ist das nicht langweilig? Das weiß ich nicht. Schreibt mir gerne, ob es für euch zu langweilig ist. So, Zitronen. Also ich, wenn ich. Nochmal. Also, wenn ich zum Beispiel jetzt meinen gewissen Kanal gucke, sehe ich schon gerne, was sie einkaufen. Das ist voll cool. Also ich finde Dein das ganz. gewissen Kanal? Das Ja, heißt ich habe einen aber. Kanal. Nee, nicht mein. Also ich habe einen Kanal abonniert. Du guckst auf was anderes als Ja. dich oder mich? Ich gucke nur dich. Ach, du Mich meinst gucke ich meinen eigentlich gar nicht. Kanal? Ja, deinen Jetzt habe Kanal ich das auch. geschnallt. Wir haben gespielt zueinander. Ja, nein, also ich gucke ja dich und dann habe ich noch so ein Russenpärchen. Die gucke ich dann. Hier geht es weiter einmal mit den Zitronen. Wir müssen noch irgendwie rote Beete mal besorgen. Ich glaube wahrscheinlich auf dem Wochenmarkt eher. Im Laden gibt es die gar nicht mehr. So, dann haben wir hier Pinienkerne. Hier unten zeige ich euch noch mal ganz kurz, liegen die Äpfel. Das wollte ich eigentlich abwaschen gleich. Die Äpfel. Dann haben wir einmal Salatmix geholt. Der ist nämlich schon gewaschen. Kann man so essen. Und verschiedene Salatsorten. Und hier genau das gleiche. So ein Mix. Einmal Nektarinen und einmal Pfirsiche. Sowas noch. So, wenn du fertig Die weißt, was ich Taschen. damit mache, Nö. Eis. Ah, Eis ist auch eine gute Idee. Den zerschneide ich gleich und So, stecke hier hier ins sind. Gefrierfach. Cool. Hier sind noch mehr Pfirsiche. Und hier gibt es, glaube ich, die Birnen. Genau. Dann habe ich doch noch was gefunden. Noch eine Tasche. Da haben wir jetzt einmal die Sonnenblumenkerne. Die gibt es auch bei Aldi mittlerweile schon. Das habe ich im Kühlschrank aufgelassen. Die Gurken. So, und hier haben wir Heidelbeeren, Weintrauben. Dann haben wir hier ein paar Frühlingskartoffeln. Die schmecken voll lecker. Die nehmen wir sonst immer gerne. Die sind auch wirklich recht handlich, also nicht zu groß. Dann gibt es hier noch Karotten und Spargel. Also Spargel und die Kürbiskerne. Wir haben jetzt gefrühstückt und jetzt bin ich gerade dabei, Studentenfutter selbst quasi zu mixen. Wir hatten nämlich ein paar Nüsse und Mandeln, also Haselnüsse, Walnüsse und Mandeln und ein paar Rosinen. Man kann nämlich im Glas total schlecht das Ganze vermischen. So geht es besser. Ich fürchte nur, dass mir dieses Glas hier, das hier, gar nicht reicht. So, nun habe ich aber schon alles angebrochen. Gucken wir mal. So, nun ist die Mischung jetzt fertig. Jetzt werde ich es einfach ganz normal in das Glas umfüllen. Und ja, ist eigentlich ganz bunt und ganz toll geworden. Wie ich es vermutet habe, hat natürlich nicht ausgereicht, aber so sieht es aus. Und das bleibt dann hier stehen. Und der Rest kommt einfach hier rein. Guckt euch mal diesen Berg
Früchte an. Das ist der Hammer, ne? Sieht toll aus, oder? So, und hier habe ich nochmal die Kirschen abgewaschen. Können wir auch nochmal essen zwischendurch einfach mal. So, die Küche ist jetzt ordentlich und jetzt geht es für mich einmal, bevor es an die PC-Arbeit geht, einmal ganz kurz in den Keller. Und zwar würde ich ganz gerne mal die Wäsche machen, aber ich muss jetzt aufpassen, und zwar habe ich das noch gar nicht erzählt, auch gar kein Video überhaupt gedreht danach. Einen Tag nach meinem Geburtstag habe ich gedacht, juhu, das, ja, die Sonne war so schön vorne und auch das Wetter an sich war total cool. Da habe ich gedacht, das passt ja, das war nämlich ein Tag, wie gesagt, nach meinem Geburtstag. Mache ich mal die Terrasse vorne. Die habe ich ja schon vor längerer Zeit gedacht, Mensch, wenn das Wetter mal wieder schön ist, also richtig schön warm, werde ich mal die Terrasse hier vorne machen. Sprich, alles runter von der Terrasse, dann einmal schrubben und einmal mit der Lasur streichen. Ja, habe ich dann auch gemacht. So, unter anderem musste ich aber zwei schwere Blumenkübel mit meinen Buchsbäumen runterziehen, quasi von der Terrasse. Hin ging's. So, als ich dann fertig war, musste natürlich alles wieder rauf. Und dann habe ich mich scheinbar dermaßen so verhoben, habe ich nicht gleich gemerkt. Also gut, es zog schon immer mal so hier links an der Seite. Dann dachte ich, Mensch, okay, muss vielleicht mal ein bisschen weniger machen oder so, also weniger schleppen. Ich neige auch dazu, dass ich dann eben schnell mal, ohne dass ich Adrian Bescheid sage oder frage, Mensch, kannst du mal kurz helfen, dass ich es alleine mache. Kennt wahrscheinlich jede Frau, schätze ich mal. So, und naja, jedenfalls habe ich dann alles wieder draufgestellt, war alles picobello, war super. Um 4:30 abends an dem gleichen Tag dachte ich, ich komme gar nicht mehr hoch. Ich hatte solche Schmerzen, so ein Ziehen auf der linken Seite, dass Adrian mich zum Arzt fahren musste. Eigentlich meide ich die Ärzte. Also meistens, wie gesagt, wenn man irgendwie erkältet ist oder irgendwie was Einfaches hat, gehst du gar nicht mehr zum Arzt. Man geht zur Apotheke, holt sich dann irgendwie was und dann passt das schon, ne? So. Und dann guckt er mich so entgleist an, er sagt, wie, zum Arzt. So, auf jeden Fall hatte ich schon echt teilweise schon Schweißausbrüche, weil eben der Schmerz gar nicht mehr wusste, glaube ich, wohin. Wir sind dann zum Arzt gefahren, er hat mir was verschrieben, und zwar Tabletten. Vorher übrigens hatte ich sogar freiwillig Adrians Tabletten, die letzte reingeschmissen, also genommen, er hatte Ibuflam oder so, 600er. Und ich habe gedacht, ja, bei dem Schmerzen habe ich die genommen. So, hat gar nicht so viel geholfen, muss ich ehrlich gestehen. Ich weiß nicht warum. Jedenfalls waren wir wieder beim Arzt und dann hat er mir dann diese hier verschrieben. Das ist hier Ibuprofen 400er. Und jedenfalls sollte ich sie dann einnehmen. Und dann sagte der Mensch, auch Wärmepflaster wären ganz gut. Habe ich dann gemacht. So, abends habe ich dann nochmal von Adrian eine Tablette reingeschmissen, die 600er. Die Nacht war eine Katastrophe. Also ich konnte nicht liegen, konnte nicht links, nicht rechts, nicht seitlich, nicht Bauch, gar nichts. Also Bauch, geschweige denn Bauch. Also es war, auf jeden Fall war das unheimlich schwer. Ich bin ständig aufgewacht. So, am nächsten Morgen sitze ich und dann habe ich plötzlich Taubheitsgefühl im Bein, und zwar links. Da habe ich nur gedacht, so, scheiße, die Bandscheibe. Weil, wie gesagt, man hört ja sowieso so von überall her irgendwie Leute, die was mit dem Rücken haben. Also auch Adrians Schwester, die hatte das letztes Jahr ganz, ganz, ganz schlimm mit der Bandscheibe. Zwei, glaube ich, die hatte Bandscheibenvorfälle, zwei Stück. Und das war wirklich ganz schlimm für sie. So, und man hört so drumherum so bei den Leuten, dass sie sagen, oh, Bandscheibe, 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 überall ist eine Bandscheibe. Einige wurden sogar operiert. Naja, dachte ich, so, da der Schmerz dann nicht nur irgendwie jetzt links quasi da ist, sondern auch schon ins Bein strahlt und auch das Bein schon taub wird, dachte ich, schöne Scheiße, jetzt hast du das auch. Und ich sehe gerade meine Nachbarn, die bringen ihren Hund vom Tierarzt zurück. Ich muss einmal ganz kurz fragen, ob da alles gut ist. Da, dem Hund geht es nämlich nebenan gar nicht so gut. Der hat irgendwie Herzprobleme, ist gut 15 Jahre alt, aber trotzdem, also die kamen gerade hier vom Tierarzt und haben sie getragen. So, naja, jedenfalls ist es dann so, dass wir dann nochmal schnell wieder zum Arzt gefahren sind und er guckte mich schon so an. Ich so, ja, das ist schlimmer geworden. So, das heißt, es ist wirklich unglaublich. Im Auto habe ich gedacht, so, ich halte es gar nicht aus bis zum Arzt und mit diesem Sitzen. Ne, man muss ja richtig, richtig sitzen, ohne dass es dann irgendwie so wehtut, aber das ging gar nicht. Also ich konnte gar nicht sitzen. Auf jeden Fall schnell zum Arzt. So, und dann ja, hatte so ein paar Tests gemacht, also ich musste auf die Zehenspitzen gehen und auf die Hacke und frag mich nicht, also wahrscheinlich kennen einige von euch das Ganze. So, und dann hat er gesagt, nochmal ganz kurz hinlegen, er wollte was ausprobieren. So, und zwar hat er versucht, mich einzurenken. Er hat gedrückt und gezogen und geschoben, also Knochen und Becken und Hüfte und alles irgendwie so versucht. Und dann sagt er, entweder wird es jetzt besser oder es wird schlechter. Aber wenn es schlechter wird, dann geht es wieder nach einer Zeit lang halt eben wieder besser. So, und ich bin aufgestanden, als ob nichts ist. So,
Nichtsdestotrotz habe ich gesagt, wie gesagt, die Tabletten haben mir nicht geholfen bei dem Schmerz. Er hat mir wieder was Stärkeres verschrieben, was ich noch zum Glück noch gar nicht eingenommen habe. Diese hier, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, auf jeden Fall ist es eine Stufe höher als das, was ich vorher verschrieben bekommen habe. Ich glaube, danach kommt nur noch irgendwie Morphium oder so. Auf jeden Fall ist es hier ein anderer Wirkstoff. Jedenfalls habe ich die noch nicht genommen und komme halt eben mit den anderen noch ganz gut zurecht. Und es sind jetzt, ich glaube, heute ist der 4. Tag und das wird schon einigermaßen besser. Also ich, wie gesagt, er hat ja gesagt, ich soll nicht liegen. Liegen ist natürlich ganz fatal, man muss sich bewegen. Dann habe ich noch so einen Zettel bekommen, zeige ich euch gleich nochmal, so für Rückentraining bzw. Lendenwirbelsäule. Also hier Lendenwirbel, man muss halt eben so ein paar Übungen machen. Und die habe ich dann gestern angefangen zu machen, weil vorher mit dem Schmerz es gar nicht ging. Die Pflaster, diese Wärmepflaster, kennt ihr wahrscheinlich auch, musste ich dann jetzt, heute habe ich gesagt, ich trage sie nicht mehr, weil ich dann echt schon Ausschlag bekommen habe. Man muss wahrscheinlich dann auch nicht nur so auf die Haut, sondern vielleicht irgendwie was erstmal drunter machen, sich ein T-Shirt oder so und dann darauf. So, und ich habe es quasi auf die nackte Haut gemacht, hier also hier oben an der Hüfte. Und jetzt habe ich aber von Adrian so einen Wärmegurt genommen, den hat er von der Apotheke noch irgendwie, richtig cool. Hilft auf jeden Fall ganz gut, ich soll es halt warm halten. Ja, jetzt sabbel ich gerade hier so voll, ne, von meinen Krankheitsgeschichten hier. So, jedenfalls versuche ich mich so schon so ein bisschen zu bewegen. Also die Männer nehmen mir auch unheimlich viel ab. Also gerade Ash, der Kleinste, finde ich ganz süß. Das hat gestern, hat er, vorgestern habe ich die Wäsche gewaschen. Und dann hat er mir die Waschmaschine umgefüllt. Und dann wieder von der Waschmaschine in den Trockner, weil das Wetter so schlecht war. Und sagt er, Mama, wenn ich so groß bin, dann muss ich auch alles alleine machen, was du so machst, ne? Wirklich, er deckt den Tisch, er räumt den Tisch ab, er macht sein Bett, es ist alles der Kleinste. So, Max, muss ich sagen, Max, kannst du mal das, Max, kannst du mal das? So, und macht er das auch, ne? Aber Ash, wie gesagt, kommt von alleine und sagt so, ich mache das jetzt dies und ich mache das. Und naja, jedenfalls, wie gesagt, ich muss mich auch noch bewegen, darf nicht heben, darf logischerweise halt eben mich auch nicht komisch drehen oder so. Und wir waren heute einkaufen und Adrian hat das Ganze geschleppt. Also ich, das ist so ungewohnt, das ist wirklich sehr ungewohnt. Das heißt, ich habe dann, ja, so das Leichte, so Zebra mitgenommen und er hat den Rest gemacht. Aber es ist, wie gesagt, das ist, ja, fällt auf, ne? Wenn man so krank ist und irgendwie gar nichts tragen darf. So, ich werde jetzt trotzdem in den Keller gehen, einmal die Wäsche reinschmeißen. Ich muss nur gucken, wie ich mich bewege. Ich darf mich nicht so bücken, weil das nämlich auch noch zieht. Und Ada hat heute übrigens mir die Schuhe angezogen. Ne, in die Schuhe kam ich, aber ich kam nicht in die Schnürsenkel. So, und naja. Aber die Nächte, muss ich sagen, werden jetzt besser. Ich konnte schon einigermaßen gut schlafen. Die Tochter von meiner Nachbarin, die hat mir einen Tipp gegeben, die ist etwas über 40. Die hat auch schon was mit der Bandscheibe gehabt. Die soll halt eben, wenn ich mich hinlege, um die Wirbelsäule zu entlasten, soll ich einfach Kissen stapeln und quasi so liegen, wie ich sitze. Also Beine hoch. So, und das hilft ungemein. Also den Tipp habe ich jetzt von meinem Arzt nicht gekriegt, aber zum Glück hat sie mir das erzählt und das klappt ganz gut. So, ihr Lieben, genug von Krankheiten. Ich gehe jetzt einmal runter, mache nochmal die Wäsche. Ich glaube, aufhängen kann ich sie nicht und wir kriegen gerade auch Post. Marie auf dem Weg zum Arzt mit Rückenschmerzen. Und sie will nicht, dass sie gefilmt wird. Und da ist sie wieder. Also ich war jetzt drin, er hat es versucht einzulenken und ich habe das Gefühl, es geht besser. Trotzdem Schmerzmittel verschrieben, aber etwas stärker, was für die Nacht fest geschlafen sollte wieder. Also aus der Apotheke. Dann belaste ich das ganz doll. Können wir das? Wir sind gerade im Auto, weil wir gerade bei Rossmann noch waren. Und ich sah Adrian schon die ganze Zeit, ich hatte schon gerade Angst einzusteigen hier ins Auto. Weil man doch beim Sitzen das Ganze anders belastet. Und jetzt losfahren, Schnucki, bitte jetzt. Echt. Sie ist genervt. Nein, ich bin nicht genervt. Ich will nur okay, die Schmerzen nicht haben. Ja, du hast doch keine Schmerzen. Also ich habe ein bisschen Schmerzen. So, hier ist die Post. Hier haben wir zwei Pools bekommen. Beziehungsweise ich habe sie bestellt. Einmal für ein Video für TipTapTube. So, und hier ist in einem anderen Paket eine Handyhülle gewesen für mich, für mein Handy. Einmal in Weiß habe ich jetzt bestellt, so aus Silikon. Packe ich nochmal gleich mal aus. So, die hat schon ausgedient, die ist so ab und abgeratscht. Jetzt habe ich das einmal umgelegt oder einmal rangeklipst. Und das hält sich ja ganz anders in der Hand. Also, ist ganz cool. Hier habe ich nochmal die Solarketten, zwei Stück. Die kommen nämlich an den Zaun. Die muss ich nur einmal zusammen basteln und dann werden die rangehängt.
So, und bei unseren Nachbarn ist ein doch der Hund eingeschläfert worden, weil er echt ganz krank war. Jetzt geht es natürlich echt nicht so berauschend. So, ihr Lieben, ich düse jetzt einmal in den Keller. Was düse? Ich gehe langsam in den Keller und mache einmal meine Wäsche. Die Wäsche unten läuft. Ich war noch mal ganz kurz drüben bei den Nachbarn. Wie gesagt, der Hund ist eingeschläfert worden und das ist echt traurig, ne? Aber so, das Wetter ist bei uns grausam. Guckt mal, das gießt wie in Strömen. Und es war gerade eben so dunkel, dass ich hier teilweise schon die Lampe angemacht habe. Und jetzt hat alles wieder ausgemacht. Und die habe ich angemacht, damit es ein bisschen gemütlicher ist. Wie hier ist auch ein bisschen Licht jetzt. Und da auch. Aber es wird langsam wieder ein bisschen heller. So, jetzt düse ich aber einmal in die Küche und mache das Essen. So, die Kinderpizza habe ich schon mal belegt. Das gibt dann Salami, da muss nur noch Käse gleich drauf. Auf unsere Pizza habe ich jetzt einfach Soße Hollandaise und Thunfisch verteilt, beziehungsweise Sardinen. Da kommen jetzt noch einmal Zwiebeln drauf. So, die kommen jetzt darauf verteilt. Ich muss jetzt hier Platz nehmen. So, die Pizza ist jetzt im Backofen, muss nur noch einmal gebacken werden. In der Zeit kann ich dann einmal den Tisch decken. So sieht es aus mit Käse und Zwiebeln drauf und für den Jungen also Salami und Käse. Der Tisch ist auch schon gedeckt, also es gibt einen leckeren Salat nochmal dazu. Und, ja, dann können wir uns eigentlich jetzt auch alle hinsetzen. Ja, genau. Wo sind die Kinder? Keine da. Nee. Und wir fangen trotzdem schon an. Ich muss jetzt meine Spaghetti abgießen. Du kannst schon mal den Kindern gerne Salat Spaghetti, auffüllen. Salat. Pizza. Was ist denn hier los? Hast du noch irgendwie Besuch oder so? Nö. Wer kommt denn alles? Naja, also die Pizza finde ich ist nicht so sättigend irgendwie. Wer kommt denn alles? Nur der Freund von Ash. Und Max später. So, ihr Lieben, ich werde einmal ganz kurz rüber zu den Nachbarn was rüberbringen, und zwar von der Pizza Hollandaise. So, die Pizza ist soweit durch. Adam schneidet nochmal für die Kinder die Pizza. So, setzt euch mal hin. Hallo. Und dann können wir essen. So sieht mein Teller aus mit Spaghetti. Da habe ich jetzt Pesto drin und obendrauf einfach Feta. So sieht mein Teller aus mit Pizza. Und die Kinder sind oben. So, und Adam hat sich auch mal kurz hingelegt. Hey, ich mache gerade Rückentraining. Kurze Computerpause. Ja, ich mache gerade mein Rückentraining. Wow. Ja, ich habe auch Rücken gehabt, ne? Schon vergessen. Ja, der Zettel ist total praktisch. Hier sind die Empfehlungen für den Alltag. Das ist richtig gut. Also eigentlich weiß man das alles, ne? Hey, was man richtig. Das ist nur Werbung. Ist keine Werbung. Da ist sogar kein Name drauf. So, und hier sind eben so ein paar Übungen, die sollen eben ganz gut tun, und das mache ich jetzt. Meine Lieben, ich habe zwischendurch einmal ganz kurz durchgesaugt. Hast du mir nicht die Wäsche hochgeholt? Das ist ein trockener Nö, ne? Max hat mich zwischendurch auch nochmal hier reingelegt. Er hat einen Prank gemacht. Ach, was für Soße. Dann, guck mal, meine ganze Küche leer geräumt. Guck mal, alles... Das ist immer Irrenhaus bis hier. Ja, toll. Alles ist weg. So, die ganze Wohnzimmer ist voll. Geiler Mann. Das räumt ja garantiert nicht weg. Toll. Was hast du damit, geiler? Wo hast du denn Speck mit dir? Ja, echt. Geh da mal richtig rein. Alter, was willst du? Also, jedenfalls... Ja, Max, Alter, Max räumt jetzt... Max räumt alles wieder leer ein. Nee, hast du mir gerade gesagt. Alles wieder leer. Und wir gehen einmal... Ich dreh gleich hier durch. Und Adrian und ich gehen... Fensterbank. Hast du es vorher nicht aufgenommen? Nein. Geh noch einmal kurz ein bisschen spazieren. Also du machst es, ne? Gerne. Alter Schwede, ey. Das muss ich alles aushalten, du. Adrian und ich kommen schon... wir kommen schon vom Einkaufen zurück und wir werden hier verfolgt, ne? Von Viechern. So, guck mal, hier wollen wir noch einen Strand. Du musst auch den Strand zeigen, ne? Hier haben wir einen schönen Strand. Komm, lass mal ins Wasser rein. Oh, hier sind überall Zecken bestimmt. Und meine Schuhe lassen Wasser durch, habe ich gerade gemerkt. Das sind noch nasse Füße. Ja. Wir waren jetzt einmal bei Teddy, weil ich für Ashs Blumenstock, er hat ja Samstag Schulfest, und dann bastel ich für ihn so einen Blumenstock. Dann haben wir so ein Krepppapier geholt und genau. Was haben wir noch geholt? Ah, du hast die Eiswürfelförmchen geholt. Zeigen wir gleich, wenn wir zu Hause sind. Nee, das sieht man in meinem Video. Wenn man da, mache ich nämlich ein neues Eis. Gut, also dann ein Pfirsicheis aus echten Pfirsichen. Also nicht der tiefgefrorenen, sondern aus einem Pfirsich, also aus der Obstfrucht. Und ich glaube, das ist schon eingefroren zu Hause. So, nee, das dauert 24 Stunden, glaube ich. Also das muss richtig tiefgefroren sein. Kannst du mal zu mir halten? Ich habe hier was. Doch. So, und das kann man also auf meinem Kanal sehen, Adi. Und Adi. Dann gibt es ja überhaupt noch meinen Zweitkanal jetzt.
You Music heißt der. Da gibt das die ganze Musik, die ich immer bei Adi verwende oder eben die du auch verwendest, ne? Mhm. Also You Music kann man hier so oben sehen. Nee, ich weiß immer nicht, ja, ob fügst du da oder das da. Ein? Ich füge das nicht ein. Auf jeden Fall, wenn man bei mir das Video doch beendet. Ansonsten erster Link in der Videobeschreibung. Oder erster? Zweiter oder dritter. Oder zehnter. So, wir sind jetzt zu Hause. Ich bin gespannt, ob Max alles so hingerichtet hat, wie es auch war. Mhm. Macht sich da jemand Abendbrot? Ach so, ja. Hat Max alles hingekriegt? Tatsächlich. Wow, steht alles so, wie es auch mal war. Na gut. Hallo. Hallo. Nein, also, wir haben... Blau. Und welche Farbe noch? Ich wollte es gerne mischen. Rot. Okay, dann hätten wir mit Papa... Ich hätte gedacht... Grün und Blau. Ich hätte gesagt, und rot und Papa, gelb. Genau, dachte Rot und Gelb. Achso, ja gut, dann nehmen wir. Also wir, von meinen Nachbarn habe ich so einen Krückstock oder wie heißt das schon hier, so einen Gehstock bekommen. Den wickele ich einfach mal hier mit um. Nee, oben. Ja, nee. Sonst kann es auch abbleiben, ist egal. Ich werde das sowieso einmal. Ist egal. Müsste man eigentlich leimen, aber brauchen wir nicht. Ich brauche einfach nur einen Stock, den ich dann einfach hübsch umwickel. Und obendrauf an die Spitze kommt so ein Blumenstrauß. Ne? So, wir wollen auch gleich essen. Hm? Es ist jetzt auch schon fast 19 Uhr und gleich gibt es dann nur noch Abendbrot. Adrian war schon in der Dusche, ich gehe jetzt einmal auch mit abspülen und dann... Ich habe den Computer jetzt, ich muss noch was tun. Guck dich das mal an. Ja. Wenn die Arbeit da ist, muss sie gemacht werden, oder? Mhm. Auf jeden Fall würde ich mal sagen, was ist mit diesem Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Bei den Spielzeugtestern.